Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OpenTTT, also quasi dem Open Source Remake von Transport Tycoon. Und wir hatten ja in der letzten Folge hier das Kohlebergwerk an das Kraftwerk angeschlossen, schön CO2 produzieren, aber das war denen damals 1969 noch wurscht. Wir haben festgestellt, dass hier so langsam das Maximum, was das Sägewerk hier annimmt, so ein bisschen erreicht ist. Also noch mehr Züge oder sogar noch mehr Wäldchen anzubinden. Da fliegt dann oftmals hier, dass er Holz annimmt raus, und das sind natürlich dann Verluste, die wir dann haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, wir transportieren jetzt erstmal die produzierten Waren eigentlich mal weg. Und man muss natürlich jetzt hier gucken. Sonderfurt am Main zum Beispiel. Die nehmen Holzprodukte an. Sonst die anderen machen es nicht. Obwohl, Kalkstein. Nee. Und auch Kulmheim nicht. Die auch nicht. Kreuzstadt auch nicht. Hamberg zum Beispiel. Hamberg nimmt das an. So, da können wir... Also ich baue das jetzt nicht mehr in diese Strecke mit rein, sondern ich baue das in eine extra Strecke. Was wir aber definitiv machen, ist, wir bauen hier ein Bahnhofsmonster hin. Boom. So. Das hat einfach den Hintergrund, dass wenn diese Stadt wächst und ich möchte später die dann benutzen, um dann da schön Passagiere zu machen und das als Hauptumschlag, also auch quasi als Hauptbahnhof mitten in der Stadt zu haben, dann brauche ich einen gescheit großen Bahnhof jetzt schon, weil später müsste ich dann Häuser abreißen und das finden die örtlichen Behörden gar nicht toll. Kann ich euch gleich schon mal sagen. Das finden die gar nicht toll. Also, man könnte normalerweise in diesem Spiel das Ding hier einfach hier mit reinpflanzen. Da hätte man so ein Überkreuz-Schienensystem. Also, so. Ich finde aber, also ich will jetzt hier nicht ankommen mit Realismus, aber ich finde es einfach doof. Und deswegen mache ich das ein bisschen komplexer. Also die Züge können hier einfach über die nächste Weiche fahren, hier ganz rüber. Die müssen aber darüber fahren. So. Jetzt müsste man hier den Bahnhof ganz einfach erweitern können. Genau, das gehört dann mit dazu. Der nimmt jetzt, glaube ich, dann kein Holz, schon gerade wieder kein Holz an, oder? Ja. Weil wir über dem Maximum sind. Und ich hoffe halt, dass man das ankurbeln kann, wenn man da die Produktion abnimmt. Weil sonst fehlt uns dann das Income darüber, weil die Züge da ihre Sachen nicht abliefern können. So. Natürlich dann da erstmal raus. Genau, jetzt nimmt er wieder Holz an. So.
Zack. Zack. So. So. Und wenn der darüber will, fährt er einfach geradeaus. Genau. Dann brauchen wir hier gleich schon mal wieder, weil das hier ja unser Hauptumschlagbahnhof ist. Hier müssen wir es dann auch gleich noch machen. Brauchen wir wieder die Ausfahrsignale. Zack, zack. Und dann wieder hier das Einfahrsignal und das Fahrtsignal auf dem Weg nach draußen. Den Rest spare ich mir noch, weil hier auch erstmal nur ein Zug fahren wird. Wie gesagt, das ist hier erstmal nur zum, damit wir es schon mal haben. Und dann später eben die örtlichen Behörden nicht verstimmen, wenn wir dann da genau, dass wir die örtlichen Behörden nicht verstimmen, wenn wir dann da Gebäude abreißen, um unseren fetten Bahnhof hinzustellen. So ist das nun mal. So. Nee. Wie gesagt, das gefällt mir so nicht dann. Dann muss das Zugdepot einfach hier hin. So. Dann neues Fahrzeug kaufen. Alle Frachtarten. Es ist nämlich dann bald, also erstens mal ist die auch noch mal teurer geworden. Und so langsam gibt es die dann auch nicht mehr, da werden wir dann auf die teureren umsteigen müssen. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen eigentlich einen geschlossenen Güterwaggon. 60 Warenkisten, Papier 4 Waren, nee, bringt uns nichts. Ist das dann ein Tiefladewagen? Nein, Warenkisten, Postwagen, Güterwaggon, Holz. Ah, okay, man kann also den Holzwagen. Ah, okay, der kann also quasi alle Fahrzeuge. Okay, also wir brauchen den Holzwagen. Dann sagen wir hier Holzprodukte. Nachkauf umrüsten. Und dann mal hier, weil da haben wir ein bisschen was. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fahre hier hin. Fahre dahin. Voll beladen. Alles entladen. So. Zahlen wir gleich mal wieder zurück, weil wir wollen keine unnötigen Zinsen zahlen. Und der hat nämlich jetzt hier 360 Holzprodukte und die müssen auch irgendwo hin. Also man sieht jetzt hier auch, die kommen gut dann gut rein. Ich meine auch klar, die müssen jetzt erst die Produktion natürlich hochfahren. Geben wir mal noch ein bisschen Gas. Und dann ist er auch schon voll. Nur warum auch immer da gerade rot ist. Habe ich da das falsche Signal gemacht? Nee. Wir haben das Pfadsignal nur falsch platziert. Das muss da weg. Und es muss dahin. Ist dann das auch zu nah? Ja, das war auch zu nah, okay.
So, und so schon haben wir eigentlich von dem Sägewerk zumindest. Ah, die Möbelfabrik. Man muss das zu einer Möbelfabrik. Ich dachte immer, das nimmt dann eine Stadt an, aber ja, tatsächlich, da ist einfach eine Möbelfabrik. Ihr seht schon, da kann man dann richtige Warenkreisläufe bauen. Und jetzt ist natürlich hier so, hey Holzprodukte, ich habe hier mehr als... Dementsprechend schicken wir den jetzt auch erstmal noch zum Depot, machen mal das hier weg und sagen mal hier nochmal zwei kaufen. Weil das bringt uns natürlich Kohle. Also wir haben das jetzt angeleiert quasi bei dem zurückzahlen. Wir haben das jetzt angeleiert bei dem Sägewerk und jetzt ist natürlich mega. Also man sieht schon, man packt hier einiges rein und kriegt dann auch ordentlich was raus. Also hier, man darf natürlich dann, muss dann natürlich gucken, nicht, dass man die dann irgendwann überlastet. Deswegen würde ich sagen, wir suchen uns dann die nächste Möbelfabrik. Da. Die finde ich aber blöd. Ist das ein Bahnhof? Nee, aber da finde ich die nämlich cooler. Weil da kann ich nämlich auch schon wieder so einen mega Bahnhof hinstellen. Auch wieder schön ins Zentrum der Stadt. Boom. Ich werde mir dann irgendwo eine Stadt suchen, wo ich dann auch meinen Firmensitz hinstelle und die kriegt dann einen Mega-Bahnhof. Also wirklich einen Mega-Bahnhof mit... Was sind die Maximaldinger? Ich glaube, das stelle ich nochmal um. Warte mal. Beschränkungen... Maximale Zuglänge. Maximale Stationsgröße sind doch 12. Ach, das ist wahrscheinlich, da müsste ich ihn dann wahrscheinlich klicken und ziehen. Ja, da entsteht schon. Genau, also da ist dann möglich 8 Gleise so oder 12 sogar, wie der Münchner Hauptbahnhof. Und dann kommen von allen Seiten, also da gibt es dann nicht nur eine Zufahrtsstrecke so wie hier, sondern gleich mehrere. Aber das ist dann das Projekt, wenn erstmal die Kohle drinnen, also reingeflossen ist. So, der kann hier gleich wieder rüberfahren. Und wer da auf dem Gleis ist, muss halt dann hier rüberfahren. So. Da war es natürlich jetzt bescheuert, dass ich da gleich mal hier so da die Gleise da gekauft habe, weil die wollen wir ja gar nicht. Weil wir haben zwar viel Incoming-Verkehr, aber wir brauchen nicht noch mehr Gleise. Also das ist Quatsch. So. Okay, das wäre ein langer Tunnel, da bringt es nichts. Ja, immer vergünstigt testen wollen. So. Ups. So. Also was man natürlich auch machen könnte, wenn man sagt, ey, gerade am Anfang möchte ich nicht so viel Investment haben, dann könnte man auch eine Bahnstrecke bauen mit so Überholstrecken oder so Ausweichstrecken. Aber ich baue normalerweise immer gleich doppelgleisig.
Weil ich finde es schon, wenn man das bei uns in Deutschland irgendwo... Aha! Bei uns in Deutschland sieht so eingleisige Strecken, die sind immer irgendwann nicht mehr zeitgemäß. So, ich muss jetzt gucken, wann ich hier links runter muss. So. So ganz kommen wir von unserem Kredit noch nicht weg, aber bald. Genau, was natürlich auch geht, im Personenverkehr und so weiter, dass man irgendwann Bahnhöfe hat, wo dann ein Zug durchfährt und solche Späße, also man kann da echt sich echt austoben. Ich muss auch sagen, ich baue meistens Bahnstrecken. Also es wird vielleicht dann später, wenn man dann nicht so vorausschauend ist, und dann irgendwo noch so einen Hauptbahnhof oder so einen Bahnhof hinbauen will, den man dann erstmal beliefern muss, dann mag das anders sein, dass man auch dass man anders macht. Aber das mache ich normalerweise dann erst, wenn ich öffentlichen Nahverkehr baue. Dann baue ich halt mit Bussen und so weiter. Natürlich immer möglichst gerade Strecken bauen, damit die Züge möglichst gut beschleunigen können. Und ja, ich weiß, mal baue ich so, mal baue ich so. Random. So. Zugdepot machen wir dahin. Hier noch das Fahrsignal hier, das Einfahrsignal da und die Ausfahrsignale hier. So, machen wir das Signalsystem mal hier. Hier müssen wir es ja noch fertig bauen. Hier. Ein Fahrsignal dahin und das Fahrsignal dann nach außen. Nein, nein, falsch. Bin mir da nicht sicher, ob es da nicht dann immer schon zu früh ist. Und dann machen wir jetzt hier einen neuen Zug. Da dürfen wir uns wieder was Ordentliches leihen. Keine. Okay. Jetzt sind wir zu dem Zeitpunkt, wo wir uns, wo die günstigen Züge nicht mehr hergehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Boah, shit. Weil entweder sagen wir fahren Diesel, obwohl wir elektrisch haben. Oder wir schauen. Boah, shit. Ne, ich würde sagen, dann, bevor wir die Strecke in Betrieb nehmen, gehen wir nochmal kurz Gas. Wie viel haben wir denn hier? Also man sieht schon, es ist schon weniger geworden, weil halt die Bewertung nur mittelmäßig ist. Weil wir müssten ja dann demnächst uns genug leihen können für den Zug. Also ich glaube, jetzt müssen wir uns genug leihen können für den Zug. So ist man immer fast aus den Miesen raus.
Und dann muss man sich halt doch wieder was kaufen. So, dann haben wir wieder Holzprodukte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der hat eine lange Strecke zu fahren. Der soll dann auch ordentlich was mitnehmen. Fahre zu hier. Fahre zu hier. Vollladen. Entladen. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Entladen. Nee, nicht beladen. Okay, das ist wahrscheinlich egal, weil er hat ja nichts, er hat ja keine Waggons dran. Zack, zack, zack. Also es braucht doch ein bisschen, bis der sich beladen hat. So. Und jetzt ist natürlich so, dass das Sägewerk natürlich nicht hinterherkommt. Weil wir natürlich davor nicht alles abgenommen haben. Stopp. Der hat jetzt ein Problem. Ich nehme mal an, dass dieses Pfadsignal zu früh ist. Ah ne, das war ja der lange Zug, oder? Ne, das ist Zug 7. Der hätte eigentlich in die andere Richtung losfahren müssen. Oh. So kann er dann natürlich nicht. So, aber jetzt müsste natürlich dann auch hier der Bedarf steigen, beziehungsweise nicht mehr so viel Tonnen hier warten, weil mehr wegproduziert wird. Ja gut, der fährt jetzt einmal leer. Auch nicht so schlimm. So, der ist jetzt wieder zurück. Holzprodukte warten da eine Menge, aber das müssen sie sich untereinander aufteilen. So, der eine ist voll, dann wird der nächste beladen. Zack. Und man sieht hier schon, hier ist es jetzt auf 180 hochgegangen. Und auch hier kann man jetzt wieder mehr anliefern. Also wir verbessern da. Also man muss schon, wenn man es so macht wie ich, dass man dann aus vielen verschiedenen Quellen ein Sägewerk beliefert. Dann muss man auch dafür dann gucken, dass die Endprodukte auch wieder abtransportiert werden. Ansonsten hat man ein Problem. Also wenn ich jetzt das nur auf die verteile, dann ist es wahrscheinlich auch kein Problem, dass da nur ein Zug ankommt und das beliefert. Und die werden nicht irgendwann anfangen so, hey, ich nehme keine Holzprodukte mehr an. Aber wenn man... Da dann sagen wir, hey, ich habe hier so eine hohe Produktion von dem einen Sägewerk, ich will hier 4 Züge fahren lassen. Dann muss man wahrscheinlich auch hier dann sagen, okay, ich muss das hier auch weiter transportieren. Ist aber geil, also ich finde das eben das Coole, dass man da wirklich viele verschiedene Warenwirtschaftskreisläufe nachbildet. Und man sieht jetzt also schon hier... Okay, oder auch nicht, weil der hier irgendwie... Ah ne, Quatsch, falscher Zug. Zack, 62.000 mit einer Ladung. Yeah, man. So. Und wir sind schuldenfrei. Wir haben es geschafft. Wir sind schuldenfrei. Und ich würde sagen,
Dann war es das für diese Folge. Nächste Folge könnten wir noch diese Möbelfabrik hier anschließen und dann könnten wir gucken, ob wir auch noch den einen oder anderen Wald mit dazu nehmen. Weil wir haben zum Beispiel hier die diese Strecke, die müsste man natürlich dann noch, beziehungsweise der Wald würde dann quasi dann hier unten mit in die Strecke reingehen. Da muss man sich dann irgendwann überlegen, reicht das hier noch, dieser Zweifahrerbahnhof, oder muss ich hier noch einen dritten anschließen? Müssen wir dann schauen, aber das ist dann vielleicht was für die nächste Folge. Jetzt kommt ja dann noch immer Kohle rein, dass wir dann nicht immer dann warten müssen, so, hey, ich habe kein Geld. Zumindest nicht für die größten Projekte. Wir müssen dann auch irgendwann schauen, dass wir dann die Züge vielleicht austauschen. Wenn wir das Ganze noch optimieren, also man sieht jetzt auch hier, kann jetzt deutlich mehr Holz ran geschafft werden. Das genau machen wir dann in der nächsten Folge. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Servus!